in dein Gesicht. Oh nein. Ui, ja, dann geh ich mal. Bist jetzt mal da. Ich bin die ganze Zeit hier. Wo bist du? Ja. Wo ist das Portal? In dein Gesicht. Ja. In der richtigen Welt wäre es wirklich so mit Anlauf. Hier ist das Portal. Ja. Weg. Weg mit dir. Einfach übergestülpt. So. Attention. Epilepsie Warning. Ich verstehe das. Oh, okay. This world has flickering lights and scary loud jumpscares. Hier ist Spiegel. So. Wir haben eine halbe Stunde. Wir müssen jetzt hier durch. Okay, Vollgas. Wo bin ich denn? Es ist schön hier. Voll gut. Ah, ja, so. Bist du da? Bist du hinter mir? Okay. Ja, ja. Ach, geil. Der hat schon in seinem ersten diesen Gang gemacht. Oh, was ist das? Nicht sehr gruselig. Oh, sehr gruselig. Besser nicht öffnen. Bitte nach oben! Oh Gott, er hat uns gewarnt. Oh Gott. Oh Gott, es geht noch weiter. Da sitzt, was ist das? Ein Hase, ein Teddy? Keine Ahnung, ich sehe nur von mir ganz viel Licht und dann hüpfen es online. Das ist ein Hase. Oh Gott. Help me. Ich habe die Augen zu. Warte, so gut wie zu. So, Spalt. Oh Gott, das wird ja immer schlimmer. Er hat uns gewarnt. Ah, papalapap, das schaffen wir. Ach, das ist doch easy. Ja, das schaffen wir, aber ich habe die Augen offen. Das ist nur fast wie Autobahn, wie Autobahn, das ist Achterbahn. I can see. Ich hab Déjà-vu. Ja, nicht. I can see you. Was ist das denn für eine Optik hier? Oh nein. Oh doch, Spinne. Hat mir da gerade eine Peri ins Ohr gestöhnt? Ja. Ich weiß nicht, ob wir dich mit in die Instanz holen können. Wir haben weitergemacht. No. Wir müssen aber erst durch... Oder kannst du auf mich draufklicken und sagen Join? Was ist das hier? I can, es lädt. Achso, es lädt. Alter. Robert! Da nehmen sie schon wieder heimlich auf, ich glaub's nicht. Ja, wir wussten ja nicht, wie lange du brauchst. Ein Flausch hatte ja nur kurz wenig Zeit. Ja. Wo sind wir hier? Mein Freund. Wir sind in einer weiteren Welt vom gleichen Macher wie Backspace. Wo ist der Teddy hin? Da lacht doch gerade ein Teddy. Du hast Herzpupillen. Du bist jetzt... Ach, das war's schon. Jagt ihr mich jetzt alleine durch eine Horrorwelt durch? Yes. Ja. Aber wir gehen wieder zurück. Guck, hier ist back to spawn. Wir können nämlich die anderen Türen noch machen. Okay. Herr Schmidt. Hier. Klick. Halb. Das Ende Tür, da steht Better Not Open. Lass ja, die haben wir auch genommen. Es Wart ist auf aber. Uns. Es ist. Wo bist du denn? Es ist Programm, was da drauf steht. Kommt hier nicht durch? So einfach durchlaufen. Ja, geil. Tür ja. Nicht auf. Hä, du hast doch beim ersten Mal bist du auch schon durch. Ja, die Tür war jetzt zu, aber da habe ich. Ist auch egal. Hi. Welche nehmen wir jetzt? Ja, jetzt machen wir Chili Vanilli, oder? Dort wäre ich spooky. Wo ist denn Perry denn? Die ist in die, wo wir auch vorhin gegangen sind. Achso. Dort wäre ich spooky. Ui. Blub. Was? Komm schnell her. Ich kann nicht, nee, mir ist komisch. Hier ist es sicher. Komm, mir
genau, hier ist sie. Ganz sicher. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Was stand da? Hallo. Hallo. Das war's schon. Jo. Next. Das war wirklich nicht spooky, ja? Nö. Very spooky. Was? Wo bin ich hier? Keine Ahnung, ich hab Brüste. Oh ne, die sind deine. Oh, steht da unten. Um diesen Irrgarten zu verlassen, musst du eine geheime, versteckte Tür finden. Du kannst sie... Warte, bitte auf mich. Wo seid ihr drin? Geradeaus. Geradeaus. Um die Türe zu erscheinen zu lassen, ohne auf der Phantom Active Switch, musst du einen Schalter finden. Du hast alle Zeit in der Welt. Wie rege ich mal aus meinem Text raus? Bist du das? Ja, das bist du. Das ist okay. Well, just don't give it. Lass dich nur nicht fangen von dem sauren Mr. Gruber, wer auch immer das ist. Er rennt durch die Korridore und ist sehr stinkig, wenn er jemand in diesem Labyrinth findet. Was steht hier? Feel free to take a flashlight. Mr. Gruber! Oh, sieht wieder jemand normal aus. Ja. Auf geht's! Die Do Not Open war gar nicht gruselig. Nee. Wir haben alle Zeit der Welt, wir dürfen uns so nicht von Mr. Gruber fangen lassen. Das hier, der Wern krabbelt gerade. Ich höre da irgendwas, ja. Ich habe auch was stöhnen hören. Ja, ich auch. Es ist sehr dunkel geworden. Vor uns, hinter uns, neben uns. Über uns, unter uns, in uns. Was? Wir müssen einen Switch finden. Hä? Hä? Aber noch Mittel. Oh, ich habe ihn gesehen. Da ist er. Was seid ihr denn jetzt hin? Hilfe, was? Ja. Ach, da war ein Mittelgang. Ah. Irre. Ich gehe immer an der Wand entlang. Nee, bist du gerade nicht. Doch, da war eine Einbahnstraße. Nein. Was ist das hier? Und eine Minitür. Eine Minitür. Es ruckelt. Hallo. Sind Sie mit der Gruber? Wo seid ihr? Seid ihr nicht da um die Ecke gerade gegangen? Ich stehe genau hier im Durchgang. In meiner Playlist läuft gerade Be Careful What You Wish For. Es ist gerade irgendwas in mich reingeflogen. Irgendjemand hat gerade geschrien. Okay. Da ist was gelaufen. Ja, ich glaube, ich sehe Peri scheinen. Ich weiß nur nicht, ob das Peri war. Hm? Oh, ich habe den Switch gefunden. Hi. Okay, du hast wohl Peri gefunden. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ich habe den Door-Switch gedrückt. Oh, you failed. Wieso you failed? Hier, halt, stopp. Doch, zurück. Ihr seid damit vorbeigelaufen. Ja. Oh, Switch. Hä? Ich kann meine... Was ist mit meiner Taschenlampe los? Also hier gibt's rote und hier gibt's den grünen Power Switch. Hä? Hier, seht ihr mich? Bin ich tot? Nein. Ihr seht mich, ja? Ja. Hier. Und guck mal, da habe ich gedrückt. Ach, da sind noch mehr. Und da, ja. Und hier ist ein grüner. Und da ist ein Mensch. Click to open. Ich klicke nicht. Ja. Hier ist der Grüne. Jetzt weiß ich nie, ob das funktioniert hat, weil irgendwie hat er keinen. Man hört nichts. Nö. Ja.
Das hat bestimmt funktioniert. Wo müssen wir denn hin? Oh. Ich habe den letzten roten Knopf gedrückt und falle durch die Röhre. Bin wieder in dem, das ist wie bei diesem Not Very Spooky. Hä, wieso bin ich jetzt hier? Okay. Dann müssen wir wohl die Tür finden. Ja, ich komm. Ich bin noch am Weg. Okay. Hä? Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht, weil ich bin durch die Tür geglitscht, ohne dass ihr aufmachen konnte. Ich sehe euch in... Ja, das ist ja das, was ich vorhin schon sagte. Die Tür kann ich nicht aufmachen, aber ich kann da durchrennen. Ich sehe euch in weiter Ferne. Okay, das klingt nicht richtig. Nee. Jetzt bin ich in Dunkelheit. Okay. Okay, jetzt ist, glaube ich, wieder... wieder normal. Wo ist denn diese verkackte Tür? Ich hab total verkranzt. Hier war so eine kleine Tür. Ah, ich hab sie gefunden. Wo war sie denn? Oh, ich hab die Taschenlampe vergessen. Scheiße. Ich muss jetzt nochmal gucken. Ich hör dich klicken. Ich finde ich ja nicht wieder. Scheiße. Ich gehe jetzt einfach einen anderen Weg, weil ich ja wieder am Anfang irgendwo bin. Zählte. Wer war das denn? Eine Spinne. Mach die Spinne. Oh. Ja. Hi. Hey. Ich glaube, ja. Was? Hallo, das bin ja ich. Nee, das bist du sehr. Was? Irritiert mich doch nicht so. Oh, was ist denn hier los? Ja, ich habe schon versucht, ihn aufzuheben, aber er lässt sich nicht aufheben. Hier stehen Menschen im Kreis und halten. Weißt du, wenn du von hier hinten Hände? Nur guckst, ne? Wenn die mal kurz in dem Spiegel so auftaucht, ja? Guck mal, wie die dann aussehen. Ich sehe kurz die Flasche dann, wenn du nur schnell hinguckst. Ich hab was Helles, ne? Ja, Ach, mit langen Öhrchen oben gar nichts. Ich habe hier komische Menschen gefunden, die beten irgendwas an. Und komische Menschen? Ja, ganz viele, die stehen im Kreis und halten die Hände hoch. Als würden sie irgendwas beschwören. Jetzt bin ich hier schon wieder. Ich sehe nichts. Können wir den Flauschi helfen? Ich habe mich verlaufen. Ich mache mich gleich 3 Meter groß und gucke hier drüber. Und da ist eine Spinne auf dem Boden. Kann ich die aufnehmen? Ah, hast du die Tür gefunden? Boden? Auf dem Boden. Wir hatten eine, die an der Decke entlang krabbelt. Ich höre jemand flüstern. Da kommt ein Teddy auf dem Boden auf mich zugeschwebt, geschwurbelt. Ja, der will bestimmt auch da raus. Play together. Er sagt, let's play together. Und hier hängt eine Spinne an der Wand. Hängt eine Spinne an der Wand. I want to get out of here. Ich höre es tippeltrappeln. Und durch mich durchatmen. Was ist da? Wer bist du denn? Das zuckelt und ruckelt ein bisschen. Weiß ja nicht, ob die Verbindung vorhin richtig war, wo ich gelandet bin. Nur weil ich den falschen Button gedrückt habe. Duschsebad. Ja, nee. Nicht mehr. Was? Was ist das? Hä? Wie bin ich denn jetzt wieder an den Anfang gekommen? Am Anfang. Ich bin von hinten zum Anfang wieder mit den Taschenlampen. Achso, okay. Gut. Dann gehe ich jetzt wieder geradeaus und links haltend, da wo ich euch verloren habe irgendwo. Mhm. Du müsstest zu den Raum mit den Betten kommen. Oh Gott. Und da irgendwo über auch die Tür in der Nähe. Den ich gesagt bei einer Spinne, die von der Decke hängt? Mhm. Nee, muss krabbeln. Mm-hmm.
zwischendurch dieser Kerl. Ich bin bei den Betten. Und jetzt muss er Herr Schmitz übernehmen. Weil der Schalter war auf der Seite, wo die Puppe ist. Die war doch und links von der Tür. Und wenn du von der, und wenn du von der Puppe in den Raum reingehst, dann läufst du einfach geradeaus und hältst dich da an der Wand. Dann müsstest du eigentlich zur Dings kommen. An welcher Wand? An der linken Wand? Rechte Wand. Also wenn du der Puppe in den Raum reingehst, gehst du geradeaus, sag ich jetzt mal. Ja, und dann rechts rein und dann weiter rechts, ja? Scheint einer von euch Licht durch eine Wand? Ja. Das sehe ich. Ich versuche dich zu finden. Siehst du mich? Ja, ich sehe deine Haare. Ah, ich bin von der anderen Seite. Hi. Oh. Ah, wo muss ich hin? Weißt du den Weg? Frage. Er hat gesagt, rechts halt. Ich glaube, hier lang war es. Aber da kam ich her. Er hat da hinten gesagt, von der Puppe rechts halten. Komm mit. Wo bist du? Da. Na gut, dann komm ich mit. Guck, er hat gesagt, wenn man da von der Puppe raus in den Raum kommt, rechts halten. Hier rein. Oh, das ist gar nicht dein Licht hier. Ich weiß noch nicht, ob wo lang dann. Warte mal, hier ist grün am Boden. Grün? Oh. Das ist, glaube ich, die Wände mit den Schaltern, oder? Ja, genau. Wir sind. Der ist auf mich zugerannt und hat mich umgebracht. Wo bist du jetzt? Der hat mich rauskatapultiert. Oh, ja, dann gehe ich mal. Sammel draußen die ganzen Taschenlampen. Alle? Was? Mich hat er immer nur angeschrien. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt war ich gerade bei der Tür. Jetzt wollte ich gerade zurücklaufen, hat er mich schon wieder angeschrien und umgebracht. Ich drück sicherheitshalber nochmal den Türöffner hier. Vielleicht gibt's draußen keine Taschenlampen mehr. Oh oh. Dann ist Game Over. Ne, hier war ich schon. Wo muss ich denn hin? Wenn du von der Puppe in den Raum kommst, rechts, sagt er. Da war ich. Dann gehe ich jetzt da links rum. Hä? Da sind die Knöpfe. Muss ich zu dir hier? Nee, das ist wieder der mit den. Das kann nicht sein. Herr Schmitz, das kann nicht stimmen. Hm. Aber ich finde den Weg auch nicht mehr zu euch. Ich bin gerade voll verrannt. Ich habe einen riesigen Hasen gefunden. Der nicht ich ist. Toll, jetzt bin ich an der Tür. Warte mal, wenn ich an der Tür bin, dann musste ich doch hier rumlaufen, hier rum, darum, um in einem großen Raum zu sein, oder? Ja, ich bin im Raum mit den Betten. Wenn ihr da in der Nähe sein solltet. Ich sehe dich nicht. Ich habe mich gerade 4 Meter groß gemacht. So laufen? Klick mal.
gehört, hi. Ich muss mich mal wieder kleiner machen. Hi. 5 Meter und kommt man hier irgendwie nicht so weit. Ich will nur noch Flausch. Da wollte ich vorhin mit Flausch lang und Flausch hat gesagt, nein. Oh. Okay, dann gehe ich dahin. Hi. Hey, Flausch. Wo kommt der denn jetzt her? Ja, aber da kam ich doch her. Nein, du bist von gegenüber hergekommen. Nee, auch nicht. Ich kam hierher. Siehst du, hier wollte ich lang gehen und hier hast du mich gestoppt. Ah. Sich nicht von der Spinne erwischen lassen. Boah. Ich bin durch. Ja. Nee. Als Einzige, wir beide haben uns von der Spinne erwischen lassen. Also ihr kommt nur in den Raum mit, du bist jetzt sicher, danke für meine Welt. Ja. Hier ist ein großes Schaf und ein großer Hasi und ein großer Pingu und ein Teddy und ein Schwein. Das werden wir in deinem Stream sehen. Ja. Danke fürs Spielen. Der Schmitz hat mich verlassen. Immer wieder. Der Schmitz hat uns verlassen. Er hat uns verlassen. So. Er hätte ja nochmal mit uns hier ein Foto machen können. Ja. Aber in Gedanken. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.